Herzlich willkommen nochmal an alle hier. Es soll also heute um das Repo-Monitoring gehen und eben die digitalen Eingabemöglichkeiten, die es jetzt dazu gibt. Da möchte ich Ihnen einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Und genau, wenn Sie eben ja, Fragen haben, können wir die am Ende dann sammeln und stellen. Zu Ihren lokalen Gebieten möchte ich Sie bitten, das heute hier nicht zu diskutieren. Das wird leider zu groß mit diesem Meeting, sondern wenn Sie eben Fragen haben zu der Präsentation, zu der generellen Präsentation heute, dann können wir hier im großen Rahmen klären, die natürlich für alle auch relevant sind. Zu lokalen Gebietsfragen müssten Sie dann mit Ihren Koordinatoren Rücksprache halten. Also nochmal herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Noch ganz kurz, mein Name ist Jakob Katzenberger. Ich arbeite beim Dachverband Deutscher Abiphonisten, beim DDA und leite eben hier unseren Teil des Repo-Vorhabens. Und wir betreuen eben vor allem also auch das Monitoring zum Repo. Und darum soll es natürlich heute auch gehen. Zum Projekt Repo retten, Vielfalt fördern, muss ich, glaube ich, nicht mehr viel erzählen. Da werden die meisten von Ihnen schon über ihre lokalen Kontakte auch von mitbekommen haben. Es geht eben jetzt erstmal darum, ein Vernetzungsprojekt aufzubauen, um eben Projektgebiete, Ehrenamtliche und einfach Repo-Initiativen deutschlandweit zusammenzubringen und eben ja, was für das Repo zu tun und dann eben auch ein Folgeprojekt zu starten, wo wir dann also wirklich Maßnahmen umsetzen können. Und alle Informationen zu dem Projekt bekommen Sie eben auch online unter www.repun-retten.de. Als Vorbereitung generell auf das Repo-Monitoring haben wir zusammen mit den Kollegen auch aus Göttingen und den Kollegen vom DVL ein Video produziert einerseits, das vielleicht viele von Ihnen auch schon kennen. Falls Sie es noch nicht kennen, dann ja, es ist sehr hilfreich, wenn Sie das eben sich im Nachgang noch einmal angucken. Da bekommen Sie also ja, wirklich wichtige praktische Informationen auch für das Repo-Monitoring nochmal mitgeteilt. Außerdem haben wir eben auch ausführliche Anleitungen ja, für die Vorgänge, die ich heute hier also auch beschreibe, als PDF-Dokumente vorbereitet. Die finden Sie also auch online. Hier sind also zwei Links dargestellt, die Sie nachher eben dann auch aufrufen können, wenn Sie eben die Präsentation auch bekommen. Oder eben Sie finden auch alle diese Informationen über unsere Repo-Retten-Website. Da gibt es einen Reiter Wissenswertes und Monitoring. Da sind also auch diese Videos verlinkt. Das ist also ja eine sehr hilfreiche Vorbereitung nochmal für das Repo-Monitoring, um auch praktische Aspekte anzusprechen, die wir heute natürlich nicht alle hier zeigen können. Ja, einen ganz kurzen Exkurs möchte ich eben machen in das bundesweite Vogelmonitoring, mit dem wir beim DDA vor allem beschäftigt sind. Denn das ist eigentlich der Hintergrund auch für diese digitalen Meeting. Eingabemöglichkeiten, die wir heute uns anschauen, ja, auch erstellt haben. Denn das Ziel ist eben, dass die ganzen lokalen Repo-Initiativen, an denen Sie also auch mitwirken, die lokalen Informationen, die Sie erheben für Ihr Projektgebiet, ist auch für bundesweite und regionale Auswertungen zum Repun, also für den Vogelschutz letztlich und das Vogelmonitoring einbringen können. Und dazu arbeiten wir eben auch als Dachverband der ja, avifaunistischen, der vogelkundlichen Organisationen zusammen mit dem Bund und mit den Ländern, um eben auch die Berichtspflichten Deutschlands, rote Listen und Ähnliches zu erstellen. Und dafür sind eben auch da zum leider ja sehr gefährdeten Repun ja essentiell. Und das ist eben der Hintergrund, weshalb wir jetzt also auch mit diesem Repun-Monitoring-Programm Ihre Zählung, Ihr Engagement sammeln, um es eben dem bundesweiten Vogelschutz letztlich zugänglich zu machen. Und als kleines Beispiel dazu oder als generelle Erklärung dazu gibt es eben hier so die Kategorisierung des Vogelmonitorings. Das gliedert sich in drei Säulen. Da haben wir eben das Monitoring der häufigen Brutvögel, das Monitoring der seltenen Brutvögel und noch das Monitoring rastender Wasservögel. Und bis jetzt eigentlich wurde eben das Rebhuhn als ja auch ehemals sehr häufige Art eben auch über das Monitoring der häufigen Brutvögel erfasst. Das ist also eine Stichprobenerfassung, die deutschlandweit stattfindet. Und darüber wissen wir leider sehr gut darüber Bescheid, wie das Rebhuhn eben auch deutschlandweit zurückgegangen ist und eben auch europaweit, ist tatsächlich eben das Rebhuhn eigentlich die Agrarvogelart, die mit am stärksten zurückgegangen ist, bis zu 80 bis 90% Rückgänge in ganz Europa und eben auch in Deutschland. Seit ja, den 80er, 90er Jahren. Und dementsprechend ist leider das Rebhuhn keine besonders häufige Art mehr heute. Und von daher wollen wir es eben in Zukunft also auch gezielter noch über das sogenannte Monitoring seltener Brutvögel erfassen.
Dazu kann eben auch in Zukunft Ihre lokale Zählung in Ihrem Projektgebiet regional und überregional, also wirklich auf deutschlandweiter Ebene, dem Vogelschutz und der Umsetzung von Schutzmaßnahmen für das Rebhuhn nützlich werden. Das ist also der Hintergrund, warum wir Ihre Daten, eben, die Sie auch erheben, in den Projektgebieten sammeln wollen, um sie eben deutschlandweit und regional dann auszuwerten und ja, eben auch in die Diskussion um den Artenrückgang und insgesamt die Biodiversitätskrise einzubringen. Ja, so viel nur als kleiner Hintergrund, warum wir eigentlich diese Veranstaltung und eben auch dieses Programm betreuen. Und ja, jetzt direkt zum Rebhuhn. Das Monitoring seltener Brutvögel fürs Rebhuhn hat also ein neues Gewand bekommen. Dazu ist ein Konzept erarbeitet worden, wie man die Art eben auf möglichst einfache Art, aber auch möglichst effektiv erfassen kann. Das Monitoring seltener Brutvögel für das Rebhuhn basiert also jetzt auf so einer Linientaxierung im Prinzip, also einer Zählroute in der Agrarlandschaft. Die hat etwa eine Länge von 1 bis 1,5 Kilometern, sodass man sie an einem Abend in einem Zeitraum von ungefähr 30 Minuten ablaufen kann. Und auf diesem Spaziergang sozusagen wird eben der Rebhahnruf abgespielt, alle 150 Meter etwa. Und damit ja, auch eben Rebhühner in der Umgebung animiert, also zu antworten auf diesen Rebhahnruf. Man nennt das eben eine Klangattrappe. Und so lassen sich die Rebhühner mit einer höheren Sicherheit feststellen, als wenn man sich nur auf Beobachtungen verlässt. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man alle Beobachtungen und alle gehörten Rebhühner punktgenau verortet entlang seiner Zählroute. Diese Route muss nur einmal begangen werden, jetzt in einem Zeitraum von Ende Februar bis Ende März. Denn das ist eben die Zeit, wo die Rebhühner auf der Walz sind, wo sie ihre Paare bilden und dabei eben auch aktiv viel rufen und eben auch auf diese abgespielten Rebhuhnrufe dann antworten. Und so können wir sie also in der Abenddämmerung in einem Zeitraum von etwa 30 Minuten nach Sonnenuntergang, dann wiederum für 30 Minuten, sehr, sehr gut erfassen. Sollte allerdings eben auch gutes Wetter sein, also sollte jetzt nicht stürmen oder stark regnen, denn sonst rufen einerseits die Rebhühner auch nicht, so viel zumindest, und man kann sie eben natürlich auch nicht besonders gut hören. Das ist also das Grundkonzept zu diesem Rebhuhn-Monitoring, wie es jetzt also auch hier im Projekt durchgeführt wird. Weitere Informationen dazu haben Sie sicherlich eben auch schon von Ihren Koordinatoren bekommen. Ansonsten unter den bereitgestellten Links finden Sie online eben auch nochmal eine ausführliche Beschreibung dieses Konzepts und eben auch in dem bereitgestellten Video kann man sich das nochmal sehr gut angucken. Ja, was braucht man jetzt für die digitale Rebhuhn-Erfassung, mit der wir heute uns beschäftigen wollen? Da geht es letztlich über einerseits natürlich eine Website, also im Browser kann man das Ganze aufrufen. Das ist die Website www.ornitho.de. Einige von Ihnen kennen die hoffentlich schon. Das ist eben ein Portal, in dem man ja, Vogelbeobachtungen letztlich deutschlandweit sammeln kann. Und darüber werden eben auch mittlerweile Monitoringprogramme digital erfasst. Und auch direkt im Feld kann man damit seine Beobachtungen also sammeln. Das ist eine kostenfreie Plattform, man kann sich da anmelden und wenn Sie diese hier jetzt heute vorgestellte digitale Erfassung nutzen wollen, müssen Sie sich also tatsächlich eben auch auf dieser Plattform selber anmelden, registrieren und einen Account anlegen. Was man dann machen kann, wenn man sich da einmal angemeldet hat, ist eben eine Rebhuhn-Route mit seinem eigenen Account verbinden. Dazu brauchen Sie dann noch den Kontakt mit Ihrem Koordinator, Ihrer Koordinatorin. Und dann können Sie eben online diese Route sehen, wie sie angelegt wurde, wo es eben dort angedacht ist, diese Rebhuhn-Erfassung zu machen, an welchen Weg man sozusagen gehen soll in der Agrarlandschaft. Und entlang dieses Weges muss man eben dann in der Abenddämmerung die Klangattrappe abspielen und alle Rebhuhn-Beobachtungen erfassen, so wie ich es eben beschrieben habe und wie es auch sehr ausführlich in den Anleitungen dokumentiert ist. Man kann dann eben für diese Routen sich also auch eine Feldkarte direkt dort online generieren. Das heißt, man hat dann eine PDF-Karte, die man ausdrucken kann, mit der man dann ins Feld gehen kann, um diese Erfassungen aufzuschreiben tatsächlich. Und die wiederum nachträglich kann man sie dann sehr leicht eingeben über die Website
um sie so eben auch digital zu übermitteln. Gleichzeitig geht es aber eben auch, dass man direkt mit einem mobilen Endgerät, also mit einem Tablet oder mit einem Smartphone unterwegs ist, dass man also gleich in dem Moment, wo man die Route entlangläuft, seine Beobachtungen eingibt und eben auch aus dieser App Naturalist eine Klangattrappe abspielen kann, also tatsächlich den Rebhahnruf abspielen kann. Dann braucht man noch einen kleinen Lautsprecher, mit dem man sich verbindet mit dem Tablet oder mit dem Smartphone, damit der Ruf eben in der entsprechenden natürlichen Lautstärke also auch abgespielt werden kann. Dafür reicht ein Handy einfach nicht. Und dann kann man direkt nach der Erfassung diese Daten, die man erhoben hat, eben die Rebhühner, die man gehört hat oder gesehen hat, direkt übermitteln und ist damit dann wirklich schon fertig und muss nicht nochmal sich danach an den Computer setzen. Das sind also die zwei Möglichkeiten, die man hat, wenn man an dieser digitalen Rebhuhnerfassung teilnehmen will. Ja, um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich Ihnen hier erstmal so ein paar generelle oder allgemeine Bilder, Screenshots eingefügt. Wir gucken uns das aber gleich dann nochmal live an. Zunächst mal muss man bei der Dateneingabe über ornitho.de, wenn man also das über den Browser eingeben möchte, muss erstmal eine Zählroute angelegt sein. Die muss also online bereitgestellt werden und die muss dem eigenen Account dann also auch zugeordnet werden. Dafür ist, wie gesagt, die Abstimmung mit Ihrem Koordinator notwendig, der sich dann nochmal mit uns auch kurz schließt, um Ihnen eben diese bereits vorgefertigten Routen also zuzuordnen. Wir sehen hier in dem Beispielbild mal in der Nähe von Münster eine Route, die wir da also angelegt haben. Die verbindet sich hier, dieser orangene Weg, durch die Agrarlandschaft. Und diese Route könnte man jetzt also in der Abenddämmerung ablaufen und seine Rebhuhnbeobachtungen sammeln und dann eingeben. Wenn man das getan hat oder um das zu tun, braucht man natürlich eben auch dann möglicherweise eine Karte. Wie gesagt, die kann man sich also dann auch als PDF exportieren. Das ist hier nur nochmal dargestellt, wie das online aussieht. Man kann also dann unter einem Reiter meine Zählgebiete gehen und kann sich dann eine Karte generieren lassen. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an. Das ist eher für Sie, wenn Sie das später noch wollen, hier nochmal eingefügt. Ja, wenn ich jetzt also so auf der Karte eine solche Rebhuhnerfassung notiert habe, dann muss ich das nachher eben noch digitalisieren. Also diese Beobachtung, die ich gemacht habe, wiederum in dem Browser auf der Website ornitho.de verorten, das also eingeben. Und dabei muss ich eben verschiedene Verhaltensweisen, die ich beobachtet habe, berücksichtigen. Es kann also sein, dass ich einfach nur einen Rebhuhn beobachtet habe, das einfach anwesend war. Vielleicht habe ich aber eben auch Rebhühner gehört, die geantwortet haben auf die Klangattrappe oder die auch spontan einfach gerufen haben. Vielleicht habe ich auch eine Paarbeobachtung gemacht, wo wirklich zwei Rebhühner aktiv gebalzt haben. Das sind also unterschiedliche Wertigkeiten sozusagen. Das wird in ornitho.de und in diesem Monitoring-Ansatz über die sogenannten Brutzeitcodes verknüpft. Und dafür haben wir eben hier in der Eingabemaske dann diese verschiedenen Symbole dargestellt. Diese Kartiersymbole nennen sich die. Wir haben jetzt also hier diese drei Fälle. Wir haben erstmal einfach ein Rebhuhn, das anwesend ist. Dafür ist einfach dieser Kreis gedacht. Das ist der Code A1. Wir haben also einfach ein Rebhuhn, was zur geeigneten Zeit irgendwo in der Agrarlandschaft unterwegs ist. Dann haben wir möglicherweise ein Rebhuhn, das aktiv ruft. Dafür ist also der Notenschlüssel hier gedacht, der Code A2. Das ist eben entweder in Antwort auf unsere Klangattrappe oder eben einfach so, weil es auf der Walz ist und nach einem Partner sucht. Wir haben dann noch Männchen, Weibchen. Das kann man nicht immer sicher unterscheiden. Falls man es aber doch noch erkennen kann mit dem Fernglas, dann kann man eben auch Männchen und Weibchen direkt eingeben. Und dann haben wir hier noch ein Symbol mit dem Code B3. Das wäre eben wirklich eine Paarbeobachtung, dass wir aktiv balzend ein Männchen und ein Weibchen sozusagen. Also verschiedene Sachen, die wir beobachten können, wenn wir diese Route entlang gehen. Und das müssten wir eben nachher dann auch dementsprechend eintragen. Um das zu tun, können wir eben zum Beispiel jetzt hier einen rufenden Vogel eingeben und wollen den verorten. Dafür klicken wir auf diesen Notenschlüssel, klicken dann in die Karte, wo wir diesen rufenden Rebhahn gehört haben und verorten das damit. Und dann, das sehen wir gleich nochmal, scheint eben hier sofort ein neuer Eintrag, wo eben steht, wir haben jetzt ein rufendes Männchen festgestellt mit dem Brutzeitcode A2, das heißt eben singendes, trommelndes oder walzendes Männchen zur Brutzeit im möglichen Bruthabitat. Das wäre also das, was darauf zutrifft. Wenn wir jetzt keinen rufenden Rebhahn mehr festgestellt haben, aber vielleicht einfach anwesende Rebhühner, und zwar zwei Stück, und nämlich hier oben entlang der Route,
Dann klicken wir hier auf dieses Symbol, weil das eben bedeutet, dass wir die Rebhühner einfach nur gesichtet haben und klicken in die Karte, wo das war. Dann erscheint hier ein neuer Eintrag, wo wir eben jetzt auch zwei Individuen zum Beispiel anfügen können, weil wir eben zwei Tiere gesehen haben. Dafür wird eben dann nur der Brutzeitcode A1 verortet. Das bedeutet eben einfach nur, der Vogel war anwesend zur geeigneten Zeit in dem entsprechend geeigneten Habitat. Okay, und um Ihnen das jetzt, nachdem ich das so erstmal einfach erklärt habe, damit man es ein bisschen verfolgen kann, will ich Ihnen das einfach nochmal zeigen, wie das funktioniert. Dazu wechsle ich jetzt auch mal einmal in meinen Browser. So, wir sind jetzt also hier auf der Website www.ornitho.de. Auf der müssen Sie sich, wie gesagt, anmelden, müssen sich ein Konto machen. Das kann man hier über Ja, ich möchte mitmachen, dann tun. Falls Sie das noch nicht haben und das nutzen wollen, müssen Sie das also später selbstständig noch machen. Ich habe natürlich schon so ein Konto und kann mich jetzt hier mit meinen Daten also auch anmelden, einloggen. Und jetzt kommen hier verschiedene Informationen. Da es jetzt erstmal hier um diese Rebhuhnerfassung geht, gehen wir jetzt direkt hier unter dem Reiter Meine Beobachtungen auf Meine Zählgebiete, Probeflächen. Dann sind mir hier verschiedene Dinge zugeordnet. Wir gehen aber direkt zum Rebhuhn und wollen jetzt eben für ein Gebiet in Göttingen zum Beispiel eine Rebhuhnerfassung machen, beziehungsweise eingeben. Und dafür haben wir hier dann verschiedene Informationen. Ich klicke jetzt hier dann direkt auf den Punkt Erfassung eingeben. Und dann starten wir im Prinzip schon mit der Eingabe von Daten, die ich vielleicht bei einer Begehung erhoben habe. Dazu muss man als erstes die sogenannten Kopfdaten angeben. Da scheint also hier eine Maske, wo wir erstmal angeben müssen, an welchem Tag das war. Nehmen wir mal an, das war gestern Abend. 14.02. Und dann muss ich noch die Uhrzeit angeben, sagen wir jetzt mal von 17.30 Uhr bis 18 Uhr. Könnt ihr eine Bemerkung noch angeben, das ist jetzt gerade nicht notwendig. Ich kann auch eingeben, ob ich noch mit anderen Leuten gemeinsam unterwegs war. Es ist notwendig einzugeben, ob ich die Route vollständig erfasst habe. Und auch wie die Zählbedingungen waren, also wie die Wetterbedingungen waren, dann nehmen wir jetzt mal an, das war günstig, also normal. Ich kann noch weitere Bemerkungen machen, ob sich irgendwas verändert hat oder ähnliches. Und ich sollte eben ja eine Klangattrappe einsetzen entlang der Route, also die Rebhahnrufe abspielen. Das muss ich hier also nochmal bestätigen, dass ich das tatsächlich gemacht habe. Ich klicke hier auf Fortsetzen. Und dann kommen wir eben hier zu dieser Eingabemaske. Und hier können wir eben wieder die entsprechenden Symbole sehen, die ich eben beschrieben habe. Hier oben sind nochmal Informationen aus den Kopfdaten, die ich eben eingegeben habe. Und hier unten können wir jetzt in der Karte einen solchen Rebhuhn-Transekt sehen, eine solche Route, die also hier in der Nähe von Göttingen verortet ist. In der Karte können wir also rein- und rauszoomen und können auch verschiedene Hintergrundkarten auswählen. Zum Beispiel können wir also auch ein Luftbild dahinterlegen, sodass wir besser sehen, welche Feldschläge dort tatsächlich entlang der Route liegen. Und jetzt nehmen wir mal an, ich habe hier am Anfang der Route einen rufenden Rebhahn gehört. Dann kann ich eben hier dieses Kartiersymbol auswählen. Man sieht jetzt durch die schwarzen, etwas dickeren Hintergrund, dass das ausgewählt ist. Und dann klicke ich einfach hier in die Karte, wo ich den Rebhahn festgestellt habe. Und dann wird hier schon gleich der Eintrag angelegt, wie eben beschrieben, ein Rebhuhn. Brutzeitcode A2, also ein Männchen, das eben gerufen hat. Jetzt hier hinten am Ende der Route noch ein Rebhuhn einfach nur gesichtet haben, dann klicken wir also einfach auf den Kreis, hier nochmal in die Karte, dann wird ein zweiter Eintrag angelegt, der dann hier grün markiert ist, der ist jetzt, wenn ich hier rausklicke, dann sieht man das also auch, dass der jetzt hier also grün ist, es wird einem immer eine neue Farbe generiert. Und dann neue Einträge eingelegt. Wenn ich jetzt alle meine Informationen, die ich bei der Begehung festgestellt habe, hinterlegt habe, dann muss ich nur noch angeben, ich habe alle Arten gezählt, also ich habe vollständig die Rebhühner erfasst, heißt das in dem Fall nur, und bestätige damit, dass ich alles eingegeben habe, dann wird es gespeichert und ganz oben erscheint eine Mitteilung, Sie haben erfolgreich Ihre Daten eingegeben und damit ist im Prinzip meine Erfassung also auch schon digitalisiert und eingegeben. Das kann ich eben auch sehen, wenn ich jetzt wieder auf den Reiter Meine Zählgebiete zurückgehe.
Dann sehe ich, dass für diese Rebhuhnfläche in Göttingen jetzt also auch Ergebnisse vorliegen, dass dort also eine Zählung eingetragen wurde. Die kann ich anklicken. Und dann sehe ich hier nochmal die Zusammenfassung meiner Kopfdaten und eben auch nochmal die Route mit den Beobachtungen. Genau, da kann man sich also dann ganz genau nochmal angucken, was man da eingegeben hat. Damit bin ich aber dann im Prinzip auch fertig und habe meine Daten übermittelt, die ich also auf der Karte erhoben habe. Und so kommen sie eben dann auch ihrem Koordinator, also auch ja, zu Gesicht. Der kann die also auch direkt abrufen. Und damit haben sie also ihre digitale Erfassung dann schon erfolgreich abgeschlossen. Das ist also der Weg, den wir gehen würden, wenn wir das mit einer Karte im Feld erfassen. Um jetzt mit so eine Karte auch zu bekommen für diese Route, also um einfach ein PDF letztlich zu generieren, was man sich ausdrucken kann, kann man eben nochmal wieder auf den Reiter Meine Zählgebiete gehen. Gehen wir jetzt wieder zu der Rebhuhnroute aus Göttingen, die wir jetzt hier eben hatten. Die ist also hier beschrieben, das ist eine Testroute. Und dann können wir uns hier in dem, ja, in diesem Reiter verschiedene Kartentypen auswählen, die wir als Hintergrundkarte haben. Wir empfehlen diesen Eintrag Top plus Open. Das ist eine gute kombinierte Karte aus verschiedenen Quellen. Den wählen wir also aus hier und dann müssen wir auf dieses rote PDF-Symbol klicken und dann wird uns eine Karte generiert. Das dauert einen kleinen Moment. Man sieht jetzt hier oben, dass es arbeitet. Warten wir jetzt mal eben. Dann erscheint hier irgendwann ein Download-Fenster, da klicke ich jetzt einfach nochmal auf Öffnen. Da wird mir jetzt hier in einem neuen Fenster diese Route eben auch angezeigt, mit einer Karte. Die ist jetzt relativ klein, die Route, deswegen kann man dann nur noch letztlich die Landstraße hier erkennen. Und entlang dieser Route können wir dann uns bewegen und eben auch hier diese Beobachtungen verorten. Okay, das ist also der Weg, wie Sie sich, nachdem eine Route für Sie freigeschaltet wurde, eine Karte generieren können und wie Sie dem eben nachträglich Ihre Daten eingeben können. Das ist also ja, der erste Weg sozusagen, wie Sie an dieser digitalen Rebhuhnerfassung teilnehmen können. Okay, also wir haben jetzt gesehen, wie wir über einen Browser und durch eine nachträgliche Digitalisierung die eigene Karte, die ich im Feld erhoben habe, dann also auch in das Rebhuhn-Monitoring überführen kann. Und das Schöne daran ist eben tatsächlich, dass Ihr Koordinator dann auch direkt Ihre Daten sehen kann. Der kann das nochmal prüfen, der kann mit Ihnen in Kontakt treten, wenn es irgendwelche Fragen gibt. Aber Sie müssen dem nicht die Karte nochmal zuschicken. Der muss es nicht nochmal erneut eingeben, sondern es ist damit schon abgeschlossen sozusagen. Jetzt gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Das ist eben eine Erfassung über die App Naturalist. Der Vorteil bei dieser App ist tatsächlich, dass man sie eben auf einem mobilen Gerät, also auf einem Smartphone oder auf einem Tablet ausführen kann. Und das kann man eben mit sich führen, kann es mit ins Feld nehmen und dann direkt vor Ort, während man sich über die Rebhuhnroute bewegt, also auch direkt seine Meldungen eingeben, seine Beobachtungen, entweder gesichtete Rebhühner oder gehörte Rebhühner eingeben und dann nach dem Ende, sobald man fertig ist, das einfach übertragen und damit ist man gänzlich fertig. Da muss man sich nicht mal mehr nachher an den Schreibtisch setzen und das noch eintragen. Ein weiterer Vorteil ist tatsächlich, dass man eben sehen kann, wo man sich bewegt entlang der Route. Es ist also ein bisschen einfacher, sich zu orientieren, weil man eben mit ja, der Satellitenverortung, mit dem GPS, genau sieht, wo man sich gerade befindet. Das ist hier mal beispielhaft dargestellt in einer Smartphone-Ansicht. Das ist also auch wieder aus dem Repo-Modul. Für eine Route, für die Route bei Münster, die wir vorhin gesehen hatten, die windet sich also hier durch die Agrarlandschaft. Und entlang der Route haben wir uns also bewegt und haben hier verschiedene, die gelben Punkte, verschiedene Rebhuhnbeobachtungen gemacht und können die eben direkt vor Ort eingeben. Wir haben also wieder die verschiedenen Codes, A2, A1, die dann auch vermerkt werden und eben die Verortung, wo das war entlang der Route. Auch hier können wir eben dann durch ein sogenanntes Wischen beim Smartphone ein weiteres Fenster öffnen, wo wir dann diese verschiedenen Kartiersymbole, die wir eben gesehen haben, auch wieder vertreten haben. Wir haben also hier den Notenschlüssel für ein rufendes oder walzendes Rebhuhn. Wir haben einfach nur den Punkt für ein anwesendes Rebhuhn, das sich nicht weiter geäußert hat, was wir einfach durch eine Sichtung festgestellt haben. Wir haben Männchen und Weibchen und wir haben eben eine Paarbeobachtung. Und das Schöne und das auch sehr Praktische daran ist eben auch noch in dieser App, wir haben hier auch
den Rebhahnruf direkt integriert. Also über dieses Lautsprechersymbol hier unten können wir noch ein Fenster öffnen, wo man dann direkt den Rebhahnruf abspielen kann. Und dann braucht man eben nur noch den kleinen Lautsprecher, mit dem man verbunden ist. Das dann einfach an den Stops alle 150 Meter soll man ja ungefähr anhalten, den Rebhahnruf abspielen. Braucht man also keine externe Rebhahn-Klangattrappe mehr, sondern das ist direkt integriert auch in diese Aufnahmemöglichkeit. Okay, das also so viel sozusagen als Einstieg nochmal dazu. Und das ist natürlich ein bisschen schwerer hier zu zeigen, aber es ist also natürlich auch möglich. Deswegen trete ich jetzt einmal hier nochmal mit meinem Tablet bei und dann können wir eben gleich uns das auch nochmal hoffentlich live auf dem Tablet angucken. So, Sie sollten jetzt hier meinen Tablet-Bildschirm sehen. Funktioniert. Sehr gut. Dann starten wir jetzt hier wieder die App Naturalist, die ist hier schon vorinstalliert. Und da ist bei mir natürlich jetzt schon alles so eingestellt, das müssten Sie dann noch für sich natürlich auch machen. Da gibt es aber auch eine ausführliche Anleitung zu. Ich starte jetzt mal hier die Rebhuhnerfassung. Hier haben wir die Oberfläche von Naturalist, von der App. Hier unten noch das Plus, dann öffnet sich hier eine Ansicht, wo verschiedene Module, in dem Fall jetzt eben das Rebhuhn, ausgewählt werden. Dann kommt eine Ansicht, wo die verschiedenen Routen, die mit mir verknüpft sind, gezeigt werden. Hier sind jetzt bei mir verschiedene Testrouten aktuell eingestellt. Ich wähle jetzt einfach nochmal hier eine Route bei Münster aus. Das ist also die zweite Route, die ich jetzt hier auswähle. Und dann kommt wieder eine Frage noch, wo verschiedene Dinge abgefragt werden. Zum Beispiel, ob ich meine Route aufzeichnen möchte, wo ich mich also entlang bewege. Ob ich meine Abspielpunkte der Klangattrappe aufzeichnen möchte, das machen wir mal. Könnte später hilfreich sein. Man kann auch seine Beobachtungen schützen. Das ist jetzt für das Rebhuhn vielleicht nicht so dringend relevant, aber man kann eben das eingeben, dass also nicht jeder Benutzer das nachher sehen kann. Nullzählung klicken wir nicht an. Das ist nur, falls wir eben kein Rebhuhn festgestellt hätten, aber das müssen wir also nicht auswählen. Dann klicken wir auf Weiter. Und dann öffnet sich eben, noch einen kurzen Moment. So, es hakt hier noch ein bisschen. Ich hoffe, es kommt jetzt gleich. So, Desiree, kann man das jetzt hier noch sehen? Ja. Okay. Dann bewege ich mich noch einmal zu meiner Testroute, einfach um das nur noch einmal ansatzweise zu zeigen. Wir haben also hier wieder die Route, an der wir uns also auch dann entlang bewegen können. Mit dem roten Pointer würden wir eben den Ort bestimmen, an dem wir einen Rebhuhn gesehen haben. Dazu müssen wir die Karte also bewegen. Und dann können wir über die entsprechenden Symbole, die wir eben also auch schon kennengelernt haben, zum Beispiel hier ein rufendes Rebhuhn verordnen, indem wir das anklicken. Dann sagt er mir jetzt hier, dass ich davon ein bisschen entfernt bin. Das ist okay, weil ich natürlich gerade nicht vor Ort auf der Route bin, sondern vom Computer. Und dann wird also hier so eine Rebhuhnbeobachtung eingetragen. Okay, dann gibt es hier unten eben das besprochene Lautsprechersymbol. Das können wir also jetzt auch mal öffnen. Dann sieht man also hier, öffnet sich ein Fenster eben mit dieser Klangattrappe fürs Rebhuhn. Die können wir also abspielen. Dann hören wir einen Rebhuhnruf. Wahrscheinlich für Sie ein bisschen zu leise. Aber ich mache es mal ein bisschen lauter. Okay, dann haben wir also hier die Klangattrappe uns einmal angeguckt. Das würden wir dann eben abspielen vor Ort und dann aber auch wieder stoppen. Und dann die Route eben weiter entlang gehen und am Ende der Route eben noch eine weitere Beobachtung, zum Beispiel von einem Rebhuhn, was wir einfach gesichtet haben, verorten. Dann sehen wir hier oben nochmal eben Rebhuhn, wählen das aus und klicken also hier auf den Punkt. Bestätigen das hier in dem Fall, das passiert nicht, wenn man im Feld unterwegs ist, und verortet hier ein weiteres Rebhuhn. Okay, wenn wir jetzt also die Route beendet haben, wenn wir also alle Rebhuhnbeobachtungen eingetragen haben und die Route zu Ende gegangen sind, dann müssen wir oben über diesen Stop-Button die Eingabe beenden. Dann fragt er mich nochmal, ob ich das beenden will, sage ich ja. Und dann kommen wir eben auch hier zur Eingabe der Kopfdaten. Die Dauer der Erfassung wird automatisch erfasst durch die App. Muss wieder den Erfassungsgrad angeben, die Zählbedingungen,
dann noch Bemerkungen machen, dass ich die Klangattrappe abgespielt habe, wird automatisch vermerkt. Deswegen ist dieser gelbe Schalter schon über umgelegt. Und dann muss ich also noch bestätigen, dass ich alle Rebhühner gezählt habe. Damit wird meine Liste dann also auch gespeichert. Das sehe ich dann also hier, dass die Rebhuhnbeobachtungen eingetragen wurden. Und dann muss ich unten noch bestätigen, dass ich die Beobachtung übertragen möchte, sobald ich wieder eine Internetverbindung habe, und kann sie dann also direkt zu monitor.de synchronisieren. Ich möchte das übertragen, ja. Und dann sind also diese Beobachtungen auch eingegeben, erfolgreich übermittelt. Damit habe ich dann meine Erfassung also auch direkt im Feld abgeschlossen. Und um das jetzt, genau, es ist klar, dass das hier nicht optimal gezeigt werden kann. Ich hoffe aber, dass das Ihnen auch hilfreich gewesen ist, um das sich mal ganz grundlegend anzugucken. Wir haben dazu aber eben auch ausführliche Anleitungen geschrieben, und natürlich muss man das auch selber mal testen, bevor man das anwenden kann. Das ist vollkommen klar. Wir gehen jetzt einmal wieder mal zurück nochmal in unsere Beigabe der Präsentation. Okay, wir haben jetzt also nochmal gesehen, wie das in der App-Nutzung aussieht. Das ist hier natürlich nicht ganz so intuitiv zu zeigen. Das muss man also auf dem Smartphone oder auf dem Tablet dann natürlich auch mal ausprobieren. Das aber so als Übersicht, wie die beiden Programme letztlich oder die Online-Eingabe und die App-Eingabe zueinander komplementär sind. Wir können uns jetzt auch noch einmal kurz vielleicht tatsächlich angucken. Nachdem ich das jetzt übermittelt habe, was ich gerade in der App eingetragen habe, erscheint das also auch direkt bei mir in meinem Account, also in meiner Onito-Seite. Wenn ich mich also jetzt hier wieder einlogge bei onito.de, kann ich wieder hier über meine Zählgebiete gehen. Und dann sehen wir jetzt, dass hier für diese Teststrecke in Münster also auch neue Ergebnisse eingetragen wurden. Das ist genau das, was ich eben gerade in der App eingetragen habe, kann das also hier anklicken, kann eben auch sehen, dass wir jetzt hier entlang dieser Testroute 2 Verortungen eingetragen haben von eben einmal einem Repo mit dem Code A2, einmal mit dem Code A1, also nämlich hier ein rufendes Repo und hier einfach ein anwesendes Repo. Okay, so viel also, um diese beiden Möglichkeiten vorzustellen, wie man über diese digitalen Möglichkeiten Rebhühner fassen kann und wie man eben auch die Daten nachher übermitteln kann. Dann gehen wir einmal wieder nochmal zurück in die Präsentation. Okay, wie kann das jetzt mit der Umsetzung in Ihrer Projektregion laufen, fragen Sie sich natürlich. Dafür ist es tatsächlich erstmal notwendig, dass Sie sich mit Ihrem lokalen Koordinator kurz schließen. Wie also dort vor Ort das genau umgesetzt wird, das kann ja geringfügig variieren. Es kann eben sein, dass Sie zum Beispiel auch von Ihrem Koordinator möglicherweise Karten bereitgestellt bekommen, wenn Sie das möchten. Und eben, ja, damit Sie das Ganze so nutzen können, wie wir es gerade vorgestellt haben, müssen Sie eben ein paar Schritte abgehen. Sie müssen also, sofern Sie das noch nicht haben, sich zunächst mal unter www.ornito.de registrieren, also einen solchen Account anlegen. Ihren Namen und die E-Mail-Adresse, die Sie dann zur Registrierung verwendet haben, die müssen Sie eben Ihren lokalen Koordinator mitteilen, damit der eben auch weiß, dass Sie diesen Account haben und dass Sie das nutzen wollen. Und in Absprache mit Ihrem Koordinator in dem Projektgebiet schalten wir Ihnen dann den Zugang frei für die Ihnen zugeteilte Route. Das heißt, Sie bekommen dann eben, wenn Sie sich angemeldet haben, in dem Account diese Freigabe, dass Sie eben auch diese Daten eingeben können und dass Sie das auch in der Naturalist-App zum Beispiel abrufen können. Und eben, wie man es dann im Feld tatsächlich eben eingibt, kann ich jetzt nur zeigen hier online. Das müssen Sie aber selber dann nochmal ausprobieren. Da kann man einfach auch mal einen Test machen. Ausführliche Anleitung dazu haben wir eben ja Ihren Koordinatoren auch schon bereitgestellt und eben sonst auch nochmal auf der Ornitho-Website verfügbar unter dem Repo-Modul. Genau, müssen Sie sich da natürlich nochmal angucken. Das ist vollkommen klar, dass das heute nicht gänzlich dazu ausreicht. Ich hoffe dennoch, dass es natürlich hilfreich ist, das einmal gesehen zu haben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sie bekommen eben auf jeden Fall im Nachhinein auch diese Informationen, diese Aufnahme von heute an die Koordinatoren, und bei denen können Sie sich also auch melden, das abrufen, sonst eben über unsere Website repo-retten.de.
Und ja, schön, dass Sie alle so zahlreich hier waren. Das ist wirklich, ja, macht sehr, sehr viel Spaß, wenn so viele Leute da dabei sind. Und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der hier teilnimmt.